Video machen. Werden auf einmal Verbündete. BMW und Daimler kooperieren. Vor 20 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Jahrzehntelang stritten sie um die Position der Nummer 1. Wer wen überholt? Was die beiden antreibt, sie wollen überleben. Nichts weniger als das. Das klingt übertrieben? Nein. Daimler-Chef Zetsche sagte jüngst, es sei kein Naturgesetz, dass Daimler ewig bestehe. Es gäbe so viele neue Wettbewerber, wenn sich nicht verändere, sei erledigt. Daimler und BMW wollen nun gemeinsam Roboterautos entwickeln, die selbst fahren. Zunächst auf Autobahnen und beim Einkaufen. Im nächsten Schritt auch im Stadtverkehr. Die Autos der Zukunft verschlingen Milliarden. Gemeinsam lassen sich Kosten sparen.